Norbert Hofer kommt nach unserer ersten Hochrechnung auf 50,2% der Stimmen. Alexander Van der Bellen auf 49,8%. Mit seinen Worten gesprochen, es ist arschknapp für ihn. Auf jeden Fall ein klarer Sieg für die Demokratie. Und wir sind dankbar auch, dass so viele Wähler den geradlinigen Weg von Norbert Hofer, den er auch nie geändert hat, von Anfang an unterstützt haben. Und auch ein großer Tag für die Demokratie. Wie groß ist die Sorge, dass sich dieses Ergebnis noch ändern könnte, dass Norbert Hofer dann doch Bundespräsident wird? Also wir gehen mal davon aus, dass es so bleiben wird und ja, warten mal die nächsten Stunden ab. Aber jetzt ist einmal die Freude angesagt und auch berechtigt und gerechtfertigt. Norbert Hofer hat gesagt, er will Österreich einen quasi mit einem Sieg. Aber spaltet nicht dieser Sieg Österreich noch mehr? Das war doch ein wahrer Lager. Nein, also ich würde sagen, in der Demokratie geht es darum, dass immer mehrere Konzepte gegenüberstehen. Das ist ein Wettbewerb und die Wähler haben das Wort. Das ist auch wichtig und dafür steht auch Norbert Hofer, ist auch jemand, der die Demokratie stärken will in Zukunft mit mehr direkter Demokratie. Die Präsidentenwahl ist eigentlich eine direkte Persönlichkeitswahl und es ist gut so, dass der Wähler das Wort hat und unterm Strich wird es so sein, dass Norbert Hofer am Ende des Tages Präsident ist und das ist gut so. Das internationale Interesse ist sehr hoch. Haben Sie Angst oder die Sorge, dass Österreich geächtet wird wie damals unter der schwarz-blauen Bundesregierung? Also ehrlich gesagt, in einer aufgeklärten Welt gehe ich davon aus, dass ein demokratisches Wahlergebnis kein Problem sein sollte. Demokratie und die Resultate hat man zur Kenntnis zu nehmen. Aber wie gesagt, das sind Hochrechnungen, warten wir mal das Ergebnis ab. Aber wenn es Einmischungen von außen gibt, dann ist es natürlich weniger schön und wird auch nicht gutiert seitens der Bürger.